Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute gehen wir mal wieder in Lightroom rein, denn dort möchte ich dir zeigen, wie ich eins meiner Lieblingsbilder aus der Islandreise von 2020 bearbeiten werde. So sieht das Bild vorher aus und so sieht es nach der Bearbeitung aus. Und wenn du Bock darauf hast, zu sehen, wie das Ganze funktioniert, dann bleib auf jeden Fall dran und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Ich habe Lightroom geöffnet und dieses Foto habe ich, wie gesagt, auf Island geschossen am Skógafoss. Da habe ich hier mit ISO 100 fotografiert, mit einer Brennweite von 70 mm, einer Blende 8 und einer 320. Sekunde. Damit habe ich das Bild auch gut belichtet. Du siehst jetzt hier am Histogramm, dass auf der rechten Seite hier, also in den hellen Bildbereichen, definitiv nichts anstößt, da ist also nichts ausgebrannt. Auf der linken Seite, ja, da hat man so eine kleine Warnung drin, also man sieht hier, ja, so ein kleines bisschen ist hier schwarz mit drin, aber das ist nicht weiter schlimm. Schlimmer wäre es, wenn wir hier auf der rechten Seite das Ganze ausgebrannt hätten lassen. War das Deutsch? Ich weiß es nicht genau, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und ich würde sagen, wir bearbeiten dieses Bild jetzt einmal gemeinsam. Dafür werde ich als erstes hier mal die Tiefen etwas aufhellen. Ich denke mal, plus 40 ist ein guter Wert. Und ich möchte natürlich hier die Wassermassen im Hintergrund noch etwas mehr hervorheben. Denn aktuell sind sie noch ein bisschen hell und die könnten deutlich mehr Kontrast vertragen. Aber ich werde als erstes hier die Lichter mal runterstellen. Ich sage jetzt mal minus 60. Und damit haben wir jetzt das ganze Bild noch ein bisschen mehr angeglichen. Du siehst jetzt auch, dass wir jetzt hier auch in den Schwarzwerten nichts mehr haben, was anstößt. Ich würde sagen, insgesamt kann die Belichtung vielleicht noch ein kleines bisschen nach oben. Und dann werde ich den Kontrast nach oben stellen. Da nehme ich mal einen Wert von 30. Das gefällt mir so schon mal ganz gut. Und insgesamt, ja, der Weißabgleich, der passt eigentlich hier. Den habe ich auf automatisch gestellt in der Kamera. Der passt eigentlich soweit. Aber ich möchte natürlich das Wasser noch so ein bisschen bläulicher machen, weil irgendwie sieht das Ganze, wenn es so grau aussieht, dann doch nicht so schön aus. Aber das werde ich gleich lokal lösen. Das werde ich jetzt also nicht über die Farbtemperatur hier machen, sondern das werde ich dann später über die lokalen Anpassungen hier machen. Dann werde ich als nächstes mal noch ein wenig Dunst entfernen hier nach oben stellen. Plus 10 sollte ausreichen. Den Rest mache ich, wie gesagt, später dann über die lokalen Anpassungen. Und ein kleines bisschen Klarheit bringe ich hier auch noch mit rein. Und dann gehe ich mal gleich ganz nach unten in die Kamerakalibrierung als nächstes. Und da werde ich jetzt hier die Primärwerte blau mal noch so ein kleines bisschen weiter nach links ziehen. Minus 15 in Farbton. Und die Rotwerte packe ich dafür mal ein kleines bisschen weiter nach rechts. Die Grünwerte, ja, die ziehen wir noch ein kleines bisschen weiter nach links. Den Farbton hier. Und ich denke mal, so passt es eigentlich schon ganz gut. Dann kann ich jetzt als nächstes hier noch in die Detailspalette reingehen. Hier das Foto noch ein bisschen nachschärfen. Den Betrag stelle ich mal auf 90. Den Radius, ich mache die Schärfe ein bisschen feiner, die stelle ich mal auf 0,8. Ich zoome jetzt hier mal ein bisschen weiter rein. Du siehst, ja, das Bild ist auch gut scharf. Ein kleines bisschen können wir die Details noch anheben. Und dann werde ich das Ganze natürlich mit gedrückter Optionstaste bzw. mit gedrückter Alt-Taste auch wieder ausmaskieren, so dass wir jetzt hier wirklich nur die Kanten schärfen. Die Objektivkorrekturen oder beziehungsweise die Profilkorrekturen, die muss ich hier gar nicht unbedingt einstellen. Ja, kann man machen, muss man nicht machen. Chromatische Aberration nehme ich auf jeden Fall immer raus, auch wenn es jetzt hier gar nicht so viel bringt. Und in der HSL-Tabelle machen wir erstmal noch nichts. Ich werde jetzt als nächstes erstmal die lokalen Anpassungen machen. Ich nehme jetzt hier nämlich einen Verlaufsfilter und den werde ich mit gedrückter Shift-Taste hier mal nach unten ziehen. Diese gedrückte Shift-Taste bewirkt, dass der Verlauf wirklich von oben nach unten komplett gerade ist. Und jetzt habe ich hier noch die Belichtung mit minus 1,3 Blendenstufen drin. Die nehme ich erstmal wieder raus mit einem Doppelklick hier einfach auf den Namen und werde jetzt hier meine Einstellung mal treffen. Also ich werde als erstes mal gucken, dass ich hier noch deutlich mehr Kontrast reinbringe. Und du siehst jetzt schon, wie das Wasser hier deutlich besser zur Geltung kommt. Ja, ich packe diesen Kontrast hier mal auf plus 70 und das bewirkt natürlich eine ganze Menge.
Genauso werde ich jetzt Klarheit hier noch weiter nach oben packen. Ja, auch das. Da sieht man jetzt hier schon gerade um mich herum, da entstehen so ein paar Halo-Effekte. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das werde ich also dann vielleicht nicht ganz so weit hier nach unten ziehen, den Verlauf, sondern ein Stückchen weiter nach oben packen. Und da, wo ich stehe, nehmen wir das Ganze so ein bisschen wieder raus. Das passt soweit ganz gut. So ein bisschen Struktur können wir hier noch mit dazugeben. Und vielleicht auch noch ein kleines bisschen Dunst entfernen. Ja, hier Dunst entfernen macht das Ganze natürlich extrem stark. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu doll macht. Dunst entfernen plus 5 sollte definitiv ausreichen. Und jetzt kann man sich überlegen, ob man hier schon so ein bisschen Farbe reinpackt. Ich nehme jetzt hier mal so ein Blau. Ja, das ist natürlich viel zu stark. Jetzt könnte man hier mit der Sättigung mal ein bisschen spielen. Nehme ich die Sättigung hier mal ein bisschen raus. So auf 10% ungefähr. Ah, nehmen wir so mal noch ein Stück weiter runter. 6% reicht vollkommen aus. Das ist jetzt noch nicht der finale Farbton, den ich am Ende haben möchte. Aber wir gehen schon mal so ein bisschen in diese Richtung. Okay. Jetzt werde ich erstmal hier auf Fertig klicken. Und als nächstes gehe ich jetzt hier mal in die Teiltonung rein. Und in der Teiltonung werde ich jetzt hier mal den Lichtern das Ganze ein bisschen blau färben. Denn eigentlich ist in diesem Bild ja wirklich nur das Wasser hier wirklich hell. Und deswegen kann ich jetzt hier schön die Teiltonung nutzen, um die Lichter noch ein bisschen bläulich einzufärben. Ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Jetzt kann man hier noch so ein bisschen gucken, wie man den Blauton haben möchte. Ja, man darf es natürlich auch nicht zu stark sättigen. Also eine Sättigung von 20 sollte hier definitiv ausreichen. Das gefällt mir so schon mal ganz gut. Perfekt. Und jetzt mal zwischendurch eine kleine Werbung. Wenn dir dieses Tutorial gefällt und du Interesse hast, Lightroom noch intensiver zu lernen, beziehungsweise auch Photoshop, dann schau auf jeden Fall mal auf meinem Online-Store vorbei, denn dort gibt es Videotrainings zum Thema Lightroom, Photoshop und auch Luminar und da teilweise auch mehrere Videotrainings zu. Also da einfach mal vorbeischauen, falls du noch intensiver in die Programme einsteigen möchtest. Aktuell gibt es dazu auch einen 15% Rabatt. Den blende ich dir jetzt hier unten nochmal ein. Wenn du den eingibst, dann gibt es, wie gesagt, 15% Rabatt auf deine Bestellung in meinem Online-Store. So, jetzt schauen wir mal hier weiter, was wir noch machen können. Ich würde auf jeden Fall noch in den Effekten die Vignette ein kleines bisschen einstellen. Ja, minus 7 reicht eigentlich schon vollkommen aus. Und jetzt werde ich als nächstes das Bild mal so ein bisschen zuschneiden. Ich finde, dass das Bild ja ein bisschen zu sehr in die Höhe geht. Ich würde das gerne so ein bisschen auf Instagram optimieren. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal so ein 4:5 Format, packe mich selber hier relativ weit nach unten. Ich will natürlich die Wassermassen trotzdem noch stark drin haben. Und ich finde auch auf der rechten Seite hier, ja, da hört das Wasser so ein bisschen auf. Deswegen würde ich jetzt hier das Ganze noch so ein bisschen rausnehmen. Und auf der linken Seite genauso. So, und dann haben wir diesen Ausschnitt. Wenn ich jetzt die L-Taste dabei drücke, dann kann ich das Ganze hier drumherum auch so ein bisschen abdunkeln und das Foto einfach noch besser beurteilen vom Ausschnitt. Ja, ein kleines bisschen können wir hier vielleicht noch wieder mit reinnehmen. Perfekt. So sieht das gut aus und dann bestätige ich das Ganze, indem ich hier einmal auf OK drücke. So. So gefällt mir das schon wesentlich besser. Jetzt kann ich als nächstes mal in die HSL-Tabelle hier noch reingehen, die Blauwerte hier noch so ein bisschen sättigen und vielleicht auch ein kleines bisschen heller machen noch. Und den Farbton vom Rot, den schiebe ich mal so ein kleines bisschen weiter Richtung Orange, damit ich meine Jacke hier noch so ein bisschen mehr in diese Komplementärfarbe zu dem Blau bringe, nämlich in ein Orange. Und gehen wir nochmal in die Grundeinstellung rein, vielleicht ein bisschen die Farbtemperatur doch noch ins Bläuliche ziehen. Ja, nicht zu viel, nicht zu viel, das ist deutlich zu viel schon. Ja, also 5400 ungefähr. Das gefällt mir ganz gut. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, wo wir hergekommen sind. So sah es vorher aus. Und wir sind jetzt hier gelandet. Finde ich, sieht schon richtig, richtig gut aus. Vielleicht nehmen wir hier noch so ein bisschen die Sättigung raus. Und die Gradationskurve kommt dazu nochmal in Einsatz. Hier werde ich noch ein bisschen mehr Kontrast aufbauen, indem ich die dunklen Bildbereiche noch ein bisschen abdunkle, die hellen Bildbereiche noch ein bisschen aufhelle. Und die Schwarzwerte, die ziehen wir vielleicht so ein bisschen hier nach oben. Dann kriegen wir so einen leichten Faded Look hier noch mit rein. So sieht das Ganze doch schon richtig gut aus. Die Belichtung kann, denke ich mal, noch ein kleines bisschen weiter nach oben hier. Ja. So sieht das Ganze doch schon echt gut aus. Perfekt. Ich denke mal, so kann man das Bild lassen und bei Instagram posten. Ich werde noch mal so ein kleines bisschen die Farbtemperatur hier optimieren.
weil es mir doch ein bisschen zu bläulich geworden ist am Ende. Weil so blau ist das Wasser ja dann nun doch nicht. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man da realistisch bleibt. Auch wenn man in der Bildbearbeitung natürlich viel machen kann, sollte man immer darauf aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Man hat immer gerne so den Hang dazu, weil das Wasser muss ja blau sein. Aber wenn man sich das dann nach 5 Minuten nochmal anschaut, dann wird man meistens feststellen, dass man da ein bisschen zu viel gemacht hat. Deswegen gebe ich dir an dieser Stelle auch nochmal den Tipp, dass du nach Möglichkeit deine Bildbearbeitung immer so gestaltest, dass du mal zwischendurch einfach mal kurz weggehst, dir was zu trinken holst, nach 5 Minuten wiederkommst und dann das Bild nochmal anschaust und meistens fällt einem dann auf, oh, ich habe es doch ein bisschen übertrieben. Deswegen an dieser Stelle, ich nehme das Ganze auch nochmal ein Stück zurück. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und du kannst, wie gesagt, auch mal auf meinem Online-Store vorbeischauen, denn dort gibt es aktuell die 15% Rabattaktion. Würde mich sehr freuen. Und natürlich bin ich auch bei Instagram vertreten. Auch dort poste ich jeden zweiten Tag aktuell ein neues Foto aus Island oder aus den Dolomiten, wo ich zuletzt war. Und da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ich dich dort begrüßen kann. Ansonsten kannst du natürlich den Kanal abonnieren, falls du noch nicht getan hast. Und wir sehen uns dann spätestens im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!